Vor einigen Monaten habe ich ein Video zur Völkerverteilung in der WM-Gruppenphase gemacht und dort hatte ich bereits angedeutet, dass ich an einer Lösung für die Probleme arbeite, die ich dort sah. Aber mit Details bin ich bisher bewusst sparsam geblieben. Nun habe ich aber meinen Ansatz überdacht und beschlossen, etwas anders vorzugehen als ursprünglich geplant. Daher ist jetzt, nach gut 7 Monaten Vorbereitung, der Punkt gekommen, an dem ich meine Vorstellung eines kompetitiv balancierten Siedlers ankündigen möchte. Den Ultimate Balance Overhaul. Einige von euch werden sich jetzt vielleicht denken, warum? Ganz einfach, weil selbst wenn wir davon ausgehen, dass alle 4 Völker bereits gleich stark sind, S4s Balancing an vielen Stellen ziemlich erbärmlich ist. Den Aufbauteil hat man damals hervorragend hingekriegt, was ja auch den Reiz der ersten 4 Siedlerteile im Vergleich zu anderen Strategiespielen ausmacht. Aber viele Features blieben einfach unterentwickelt. Wir haben zum Beispiel stolze 7 Militäreinheiten, von denen eine sehr klar alles dominiert, nämlich die Bogenschützen. Diese erreichen irgendwann einfach eine kritische Masse und schlagen dann alles. Solange diese kritische Masse noch nicht erreicht ist, können Schwertkämpfer sie noch überwältigen. Aber gerade die guten Spieler erreichen die kritische Masse, bevor es zu kämpfen kommt. Einige Trojaner-Spieler, also effektiv nur Fotor, schwören auch noch auf die Kombo Rucksack-Katapultist und Schwertkämpfer, die auf dem Papier eine gleichwertige Bogenarmee besiegen kann. Aber auch hier kann einiges schiefgehen. Und es setzt eben erstmal voraus, dass Trojaner überhaupt im Spiel sind. Wir haben auch ganze 26 unterschiedliche Zauber im Spiel. Die Anzahl derer, die in einer realistischen Situation aber auch eingesetzt werden, kann man aber an einer Hand abzählen. Das in Kombination mit dem Einheitenproblem führt leider dazu, dass den Völkern eine eigene Identität über ihre Baukostenverteilung hinaus völlig fehlt. Und das wiederum führt dazu, dass es in so ziemlich jeder Situation ein Volk gibt, das klar dominiert, oft diktiert von den Gegebenheiten der Karte. Was ich auch stärken möchte, ist Kooperation in Teamspielen. Derzeit haben Teamspieler nicht viele Möglichkeiten, ihre völkerspezifischen Fähigkeiten sinnvoll miteinander zu teilen oder zu kombinieren. Das führt leider dazu, dass in Teamspielen mehr nebeneinander her als miteinander gesiedelt wird. Die Probleme gehen noch weiter, aber die besprechen wir noch im Detail. Es gibt jedenfalls nicht ein Problem, das man löst und wir haben sofort 4 gleichwertige, aber eben nicht gleiche Völker. Es ist nicht Sinn der Sache, dass zum Beispiel die Trojaner am Ende bessere Römer sind. Oder dass wir am Ende die Wahl zwischen Römern, Römern mit Federn, Römern mit Hörnern und Römern mit Pickelhaube haben, auch wenn Otto von Bismarck sich über letztere sicher freuen würde. Die Wikinger und Trojaner haben zwar einen gewissen Status als Sorgenkinder, aber das heißt nicht, dass die Majas und Römer jetzt von allen Seiten den Nerfhammer abkriegen. Ich bin nicht der Erste, der sowas versucht, aber ich glaube, dass ich mich in den letzten Jahren in eine Position gebracht habe, in der ich den Gesamtzustand des Spiels überblicken kann. Noch dazu beschäftige ich mich ohnehin viel mit Spieldesign. Ich kann euch daher versichern, dass hier keine sinnlosen Änderungen stattfinden. Und ich habe auch kein Lieblingsvolk im Rennen, von dem ich will, dass es stärker wird. Falls ihr immer noch skeptisch seid, das ist gut. Ursprünglich hatte ich vor, den Overhaul als ein Paket zu veröffentlichen, aber da kann aus meiner Sicht zu viel schiefgehen und einige technische Grenzen halten mich auch noch zurück. Daher sieht mein Plan so aus, dass ich die aus meiner Sicht problematischen Aspekte nacheinander mit euch durchgehe. Dazu gehören die Startvorgaben der einzelnen Völker, die Spezialeinheiten, Magie, Kriegsmaschinen und diverse allgemeine Sachen. Da wir diese Aspekte nacheinander durchgehen, kann es durchaus sein, dass Änderungen in einem Bereich ein Volk besonders begünstigen oder scheinbar vergessen. Also bitte keine Panik kriegen, falls ein Volk plötzlich mega overpowered klingt. Zum einen wegen der Common-Aspekte und auch, weil ich immer eine Reihe möglicher Nachjustierungen in der Hinterhand behalte. Zu jedem Aspekt wird es ein eigenes Video geben, in dem ich den Weg zu den Änderungen erläutere. Im nächsten Video werden wir uns erst in mit den Startvorgaben und den Buffs für die Trojaner befassen. Damit der Start schon möglichst nahe etwas ist, was für alle Spieler nachvollziehbar wäre, helfen mir einige Spieler bei geschlossenen Tests. Sobald das Video erschienen ist, werdet ihr die besprochenen Änderungen auch selbst spielen können. Auf meinem Discord wurde ein eigener Feedback-Kanal dafür eingerichtet. Das geschlossene Team soll in Zukunft noch wachsen, damit wir eben nicht eine kleine Gruppe haben, die nur ihre Vorstellungen durchsetzt. Gleichzeitig soll ihre Rolle aber auch im Laufe der Zeit schrumpfen, sodass sie eigentlich nur verhindern sollen, dass ich völligen Blödsinn veröffentliche. Wenn ihr die Sachen dann testet, solltet ihr allerdings noch etwas bedenken. Ich gehe davon aus, dass keine Sonderregeln bezüglich Sabos, Türme, PT oder sonst noch etwas vereinbart werden. Gerade PTs möchte ich versuchen, überflüssig zu machen. Darüber könnte ich glatt ein eigenes Video machen, aber kurz gesagt verzerren sie das Spiel im jetzigen Zustand zum einen zugunsten einzelner Völker, zum anderen hat sie da die nötigen Mechaniken, um eine natürliche Soft-PT vorzugeben. Ich weiß, dass für viele Spieler PT60 das Maß aller Dinge ist, aber auch dann gibt es das Problem, dass ich nicht nach willkürlich ausgesuchten Regeln balancieren kann, weil dann eben im schlimmsten Fall nichts anderes mehr passt. Für mich sind daher die internen Regeln des Spiels maßgeblich, nicht die externen Regeln der Spieler. Tatsächlich glaube ich aber, dass wir ziemlich nah an eine PT60 kommen könnten, wenn einige Aspekte der etablierten Spielstile überdacht werden. Was dafür keine Rolle spielt, ist, ob ihr lieber mit oder ohne Kohlefix spielt. Sobald wir uns mit der Magie befassen, werden einige magiebasierte Strategien ohne Kohlefix vielleicht attraktiver, aber im Großen und Ganzen ist das Transportlimit eben nie eine Balancing-Entscheidung gewesen. Das hier ist aber derzeit kein Enhanced Edition oder Zocker-Lounge-Projekt und es ist auch nicht der Plan, dass das hier das neue Default-Balancing der EE wird.
Dieses Projekt wird niemandem aufgezwungen. Das Vanilla Balancing wird immer zur Verfügung stehen. Meine Version wird wahrscheinlich eher die ansprechen, die sich ein kompetitiveres Siedler wünschen. Ich hoffe aber, dass wir am Ende eine Version haben, mit der alle Spieler, unabhängig von ihren Präferenzen bezüglich Volk, PT oder anderer externer Regeln, viel Spaß haben können.